Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Money Town Projekt zusammen mit dem lieben Sinnfrei. Moin Moin! Ja, weiter geht's. Hat nie aufgehört. Das stimmt. Das stimmt. Aber bei mir steht die Maisernte an. Oh. Respekt. Nö, ich tu grad bisschen Ding. Letzte Düngestufe draufbringen. Dann brauche ich nur noch ansehen und dann habe ich es geschafft. Okay, na, ich muss hier nur noch ein bisschen. Ach, scheiße. Noch zwei, drei Bahnen grubbern. Dann düngen, ansehen, walzen. Hm. Fertig. So. Dann kann ich Ballen pressen. Ich kann noch ein bisschen. So. Nichts Neues. Das ist auch doof. Nichts Neues? Gebraucht. Nichts Neues gebraucht. Ja. Habe ich das doch schon geguckt. Gibt leider nichts. Na gut, mein Geldbeutel würde es auch nicht wirklich hergeben. Na ja, ein bisschen was steht. Ich habe mir alles ausgegeben, was ich hatte. Nur ein Teil. Ja, ich muss demnächst mal meine Wolle und meinen Honig wegfahren. Ich habe auch. Aber dafür will ich mir noch einen anderen Anhänger kaufen. Den dritten oder was? Dass du besser beladen kannst. Den du hast. Nur rein halt als Ballenanhänger. Genau. Dass du nie immer wieder umbauen musst, ne? Genau. Kann ich mir vorstellen, das wird irgendwo nerven, ne? Oh. Ja, zu spät gebremst. Toll. Ja, passiert mal. So, der Grubbert, der steht da am Feld. Oh, das war falsche Abkürzung. Kürzung. Ja, er steht am Feld. Keiner gesehen. Gibt keinen Videobeweis. Nein. Abwarten. Vielleicht doch. Vielleicht hat es der Nachbar aufgenommen. Aber nicht schlimm. Dem widerspreche ich dann einfach. Warst nie du gewesen in dem Moment, ne? Genau. Eigentlich könnten wir. Ach, warum mache ich den denn jetzt sauber? Wir könnten den doch eigentlich. Wo haben wir es denn? Das kann ich dir nicht sagen. Wo ist das da? Ah, nee, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Ding, sind wir fertig. Jetzt geht's. Oh. Keine Ahnung. Ups. Klingt nicht so gut. Ja, mein Rechner hat mir nur gesagt, dass ich einen Termin habe. Oh. Also, der Kalender hat es mir gesagt. Das ploppte hier gerade so auf. Oh je. Oh, richtig? Nein. Nee. Stand nur Grillen bei Maren. Na. Hallo? So. Er wollte gerade nicht ankoppeln.
Ja, das habe ich auch hin und wieder mal. Also irgendwie Nebel, wie ich will. Also ankoppeln schon, aber der wollte die Schläuche und so gerade nicht nehmen. So, jetzt muss ich mal gucken, was machen meine Schweinchen? Ach nee, was ist denn da? Das hat er gegengefahren. Warum macht er das denn? Ist er gegengefahren? Das ist schlecht. Ja, das ist... sieht so gut aus gerade. Er hat den Anhänger volles Pfund aufs Horn genommen, ey. Sauber, da hat er alles richtig gemacht. Ja gut, ich stand ein bisschen ungünstig. Wieso habe ich denn noch Mist drin? Freu dich doch. Ja, in einem Anhänger. So, waren bloß 1000 Liter. Na, wenn es weiter nichts ist. Wollte gerade sagen. Mehr ist es nicht. Oh, was ist denn hier wieder fertig geworden? Oh, Haferflocken. Frühstück ist gesichert. Na, wenn ich mir mal so meinen Trigger angucke, der ist schon wieder voll. Wenn ich da wieder was wegnehme, dann kommt gleich wieder das nächste. Ach nee, ich verkaufe immer gleich. Ja, mein Verkaufspunkt ist auch daneben, ne? Aber ich bin ja nicht immer da. Ja gut, das stimmt. So, dann wollen wir den Kühen mal ein bisschen was geben. So, Stroh, Stroh, Stroh. Wir machen Stroh. Aber ein Gewurstel, was ich hier mache, ey. Ein Gewurstel. Ein Gewürstel. Ja. So. Zwei Ladungen durften erstmal reichen. Aber sag mal. Ja. Wir nehmen ja jetzt die Samstagsfolge auf. Genau. Das heißt, unsere YouTube Marinos, wenn sie diese Folge sehen, ist es Samstag. Wir sind aber bei der Aufnahme auf dem Freitag. Genau. Also, die Leute, die es sehen, wir haben gestern aufgenommen. Hat es bei dir geschneit? Nein. Bei mir also, dafür volle Möhre, ey. Also, wir wollen es mal nicht Schnee nennen. Das war mehr so, ja, ich bring mal ein paar Flocken, das war's. Bei mir richtig. Bei mir war alles weiß, so richtig weiß. Wow. Nee, bei mir nicht. Ich bin losgefahren, um die nächste Wasserrutsche halt aufzubauen, ne, oder das Material dorthin zu bringen. Ja. Ne, um sie dann aufzubauen, um sie dann zu testen. Alter, bin losgefahren und das war eine riesengroße weiße Wolke hinter mir, weil dieser ganze Schnee ja dann genau weggeflogen ist. Naja, immerhin. So, jetzt gucken wir mal. Und ich habe gesehen, bei einem Unternehmen, die haben extra sich so ein Gerüst aufgebaut für die Winterzeit, wo die Ecke das ranfahren können, damit sie es oben runterschieben können. Ja. Ja. Letzte Woche haben sie es abgebaut. So. Alles richtig gemacht. Naja, was willst du machen? Kannst du nix? Ich habe gesagt, die können doch das nicht abbauen. Dann mache ich gerne meine Fenster sauber an dem Gerüst. Fahr vorwärts ran und dann komme ich überall hin. 216 Tiere, ey. So, der fährt. Halleluja. Helfer H. Ach Mann, warum macht denn mein Helfer immer sowas? Ah, weil sowas kommt von sowas, ne? Helfer wird von einem Gepäckplatz hier. Jung. Jung. Also geil wäre ja, wenn man diese Hecken, wo man durchfahren kann.
Wenn man die wegmachen könnte. Das stimmt, ja. Huch, ne. So. Genau so. So, was dann steigen wir da mal ein. Klicken jetzt an. Lassen eigentlich den noch wenden. Tierchen sind gefüttert. Was wollen die denn jetzt hier? Die haben auch noch ein bisschen Futter drin. Damit kommen sie noch ein bisschen. So, das ist das. So. Oh. Stopping. Stopping? Stopping. Ja, ich halte den mal ganz kurz an. Ja, weil wir dürfen ja nur zwei Helfer und deswegen. Genau. So. Feld 16,5. Auf geht's, auf geht's. Zack. Zack, zack. Kurslan aktivieren. So, ich wollte eigentlich gerade das Mähwerk anhängen. Habe ich aber leider nicht geschafft, weil ich vorbeigefahren bin. Toll. So. Auf geht's. So. Oh, die haben. Keine Arbeit mehr, oder was? Da ist Wasser, da ist. So, aber meine lieben Freunde. Kurze Info. Das ist eigentlich bloß eine Schnellaufnahme, weil ich habe dann keine Zeit mehr. So, da Mist könnten wir noch. Mist und Gülle können wir. Ich gebe jetzt Gas, dass ich hier ein bisschen was schaffe in den zwei Folgen. Denn ich habe dann noch einen Termin. Ich müsste eigentlich schon längst unter der Dusche stehen, habe ich aber jetzt noch nichts geschafft. Deswegen, aber mal gucken. Wir wollen jetzt fix das mähen, dann ich hoffe, ich schaffe es noch. Oh, hier sind wir noch gar nicht fertig. Mist. Ja gut, egal. Dann ist das alles in einer Wachstumsstufe. Dann ist das alles in einer Wachstumsstufe. Das würde ich gar nicht mal so schlecht finden. Oh, der macht auch zum ersten Mal leer mit seinem Mais. Na, wird ein bisschen was runterkommen, ne? Naja. Gut, so groß ist es ja nicht, das Feld. Nö, aber das bisschen reicht halt. Ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte mir den Dünger schnappen. Felderding. Ja, wobei ich jetzt eigentlich auch ganz gut was machen könnte, um Geld zu verdienen. Aber wir düngen schnell die Felder. Genauso wichtig eigentlich. Noch. Halt, nee, warte. Doch, erstmal Mineraldünger. Dann mit Gülle drüber. Ja, erstmal Mineraldünger. Dann wird ja gemulcht. Und dann geht's mit dem Gröber drüber. Also Gülle gröber.
Ich finde, das klingt nach einem Plan. Ja, bestimmt. Weil Grubern muss ich ja eh, da wir ja keine Direktsaat haben. Genau. Und wenn ich erst Mineraldünger mache, dann mulche. Und dann... Also ich könnte eigentlich auch direkt nach der... Nach dem Mineraldünger könnte ich auch direkt Gülle draufbringen. Also... Dings. Genau. Das ging ja auch. Das geht auch. Ja, aber wir machen jetzt erstmal den Mineraldünger. Dann mulchen. Aber darf ich dir was erzählen? Ja, darfst du. Aber gut, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder von der Folge. Lasst das Däumchen da, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Hinten in der Videobeschreibung ist unser ist der Link von unserem Discord-Server, genauso wie der Link ist von Sinnfrei seinem YouTube-Kanal. Schaltet das nächste Mal wieder ein und haut da rein. Tschüss. Ja, ciao.